Hallo und willkommen zum Talk von Telegnom. Ein Augenblick, ein Stundenschlag, 1000 Jahre sind ein Tag. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass doch trotz des schönen Wetters so viele hier den Weg hier reingefunden haben. Ja, wie gerade schon gesagt wurde, ich bin Telegnom. Ich springe so in den CCCs in Frankfurt, Essen und Düsseldorf rum. Schwerpunktmäßig aber bin ich aus Frankfurt, da wohne ich und so. Ist meine Heimat. Vor meinem Talk kurz weg ein kleiner Disclaimer. Der Talk hat eine eurozentrische Weltsicht. Ich habe so Sachen wie jetzt Zeitsysteme in der Inkas oder in China mal komplett ausgeklammert, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Genauso mache ich an einigen Stellen das, was im amerikanischen Sprachraum als Handwaving bekannt ist. Ich gehe da gnadenlos über Details weg und vereinfache und lasse Sachen aus, weil auch sonst würden wir hier einfach nicht in der Zeit bleiben können. Ja, dann die Frage, worüber ich nicht sprechen werde. Wenn jemand hier ist, um etwas über den philosophischen Aspekt der Zeit zu erfahren, schade, falscher Vortrag. Wie Uhren funktionieren, werde ich auch nicht erklären. Kann ich nämlich nicht, Feinmechanik ist nicht so mein Metier. Und über die Verbreitung von Zeit, also wie man eine Zeitinformation in der Geschichte und heute unter die Bevölkerung bringt und irgendwie allgemein zugänglich macht, werde ich auch nicht erzählen. Es geht ganz grundsätzlich um die Zeit als Maßstab, beginnt in der Antike bis zur Gegenwart und eigentlich darum, wie die Zeit zu unserer Zeit wurde, die wir heute kennen und nutzen. Fangen wir ganz früh an, im antiken Babylon. Dort kam die Idee auf, Tag und Nacht in je 12 Stunden zu unterteilen. Das hatte für die Babylonier so ein paar Vorteile. Aus alten Inschriften weiß man, dass sie ein Zahlensysteme zur Basis 60 gerne benutzt haben. Ist in Zivilisationen und Kulturen, wo man keinen Taschenrechner hat, hilfreich, weil viele ganzzahlige Brüche macht das Rechnen einfacher. Jetzt haben wir also das System, dass wir irgendwie 24 Stunden an einem Tag haben, 12 tags, 12 nachts. Jetzt gibt es noch so ein bisschen das Problem über die Geschichte hinweg, wann fängt ein Tag an und wie zählt man die Stunden? Da gab es im Verlauf der Geschichte die unterschiedlichsten Systeme. Manche haben gesagt, wir rechnen von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Manche haben gesagt, der Tag ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und die Nacht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Hat teilweise Konsequenzen, dass halt Tage nicht gleich, also die Stunden über den Lauf des Jahres sich in der Länge ändern. Das ist aber auch einer der Punkte, die ich mal gnadenlos etwas verkürzt lasse. Weil da kann man sich wunderbar in Tiefen verlieren. Das antike Rom hat uns dann eine Zeiteinteilung gebracht, die uns noch ein bisschen vertraut ist, zumindest in Teilen. Da hatte man die Idee, man unterteilt den Tag in vier Abschnitte oder Tageszeiten, morgens, vormittags, nachmittags, abends. Und Vormittag und Nachmittag, die Zeiten, die sind, wenn man so die Anfangsbuchstaben der lateinischen Begriffe sich anguckt, kommen die einem irgendwoher bekannt vor, wenn man mit Amerikanern zu tun hat. Genau das ist der Ursprung dieser dämlichen Abkürzung. Warum man es nicht schafft, eine Uhr mit 24 Stunden in manchen Ländern zu verwenden, ist mir ein Rätsel. Genauso hatten sie auch die Nacht noch unterteilt in vier Nachtwachen und die dann nochmal in drei Stunden jeweils zerteilt, was sie halt auch zu einem 24-Stunden-Tag brachte. Die Römer hatten übrigens das mit den ungleichmäßig langen Stunden, also die hatten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Völlig absurd. Im europäischen Mittelalter ging dann so der Zerfall der Kultur einher. Ne? Das Wissen der Antike ging verloren und Zeit war auf einmal nicht mehr relevant im gesellschaftlichen Leben oder im alltäglichen Leben. Es war nur noch für religiöse Zwecke wichtig, um
Gebetszeiten festzulegen, weil Stundengebete waren wichtig, aber ne, das ging nicht darum, irgendwie, ich bin morgen um 3 bei dir, weil, nee, war irrelevant. Das war auch alles wieder sehr klein geworden. Ne? Also Rom war in der Antike zu Höhepunkt eine Millionenstadt. So im Mittelalter hatte Rom noch 20, vielleicht 30.000 Einwohner. Köln, auch ja eine Metropole zur Römerzeit, war mittlerweile auf 40.000 Einwohner geschrumpft. Also könnt ihr euch heute vorstellen, so die Metropole als Kleinstadt, da spielt Zeit einfach nicht die Rolle. Man kann. Allerdings in der arabischen Welt blühte in der Zeit das Wissen auf. Und ich, verzeiht mir bitte, ich werde den Namen nicht aussprechen, weil mein Arabisch ist doch etwas eingerostet in den letzten Jahren. Al-Biruni war ein persischer Universalgelehrter und von ihm stammt die erste Erwähnung der Begriffe Minute und Sekunde. Also noch nicht in den Begriffen Minute und Sekunde, aber das Konzept dahinter. Dass man eine Stunde nochmal in irgendwie 60 Minuten und eine Minute nochmal in 60 Sekunden zerteilt. So um das Jahrtausend. In der späteren Folge in Europa taucht dann im Jahr 1235 erstmals in Johannes de Sacoboscos Werk Computus der Begriff Pars Minuta und Pars Minuta Secunda, also der verminderte Teil und der zweimal verminderte Teil, auf. In dem Werk Computus geht es nicht um Rechnen, wie man meinen könnte, irgendwie um allgemeine Berechnungen, sondern es geht explizit darum, Ostern zu berechnen. Ostern war wichtig und dafür hat man ganze Bücher geschrieben, wie man das genau berechnet, wann Ostern ist. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder in der Zeit springen, denn die Sekunde blieb erstmal lange ein theoretisches Konzept und hatte keine Anwendung, bis im Jahr 1585 Jost Bürgi im Auftrag eines Kasseler Fürsten eine Uhr mit Sekundenzeiger baute. Jost Bürgi war ein Schweizer Uhrmacher, Feinmechaniker, Gelehrter, in Teilen Astronom und baute da die Uhr mit Sekundenzeiger. Die soll einen Gangfehler von einer Minute am Tag gehabt haben. Unglaublich gut für die damalige Zeit. Sie ist leider nicht erhalten. In Kassel gibt es das astronomische Kabinett in der Orangerie. Da kann man andere noch Arbeiten von Bürgi sehen. Es ist mir ein Rätsel, wie man mit dieser Präzision irgendwie ohne CNC-Fräsen Zahnräder herstellen kann. Beeindruckend. Vermutlich, das ist aber nicht ganz klar belegt, war er nicht der Erste mit einer Uhr mit Sekundenzeiger. Er ist aber der erste Belegte. Also es gibt so vage Vermutungen, dass das schon 30 Jahre vorher jemand gemacht hat, aber darüber ist nichts mehr bekannt, keine Aufzeichnungen, nichts erhalten. Von daher gilt er als der erste Gesicherte. Bürgi war auch im Austausch mit so Größen wie Johannes Kepler oder Tycho Brahe. Und was sie nebenbei erfunden haben, Kepler hat Arbeiten von Bürgi rigidiert unter Schweigepflicht. Also hat ihn nochmal durchgelesen, Fehlerkorrektur gemacht und es ist einer der ersten bekannten Fälle quasi von Peer Review. Das ist nicht belegbar. Springen wir wieder ein bisschen weiter in der Zeit, in die Französische Revolution.
da hatte man eine Idee, die mir manchmal im Alltag begegnet, dass Leute sagen, Mensch, dieses 24-Stunden-System ist tierisch bekloppt. Machen wir doch mal einfach einen Tag à 10 Stunden, eine Stunde à 100 Minuten und eine Minute à 100 Sekunden. Das war ein großartiger Erfolg, wie man sehen kann. Sie haben es am 22. September 1794 per Gesetz eingeführt, verpflichtend. Im April 95 schon wieder abgeschafft. Und das in einer Zeit, wo literally auf jedem zweiten Marktplatz eine Guillotine stand. Also, das kommt, ne, irgendwie mögen die Leute 24-Stunden-Tage. Und ich halte das auch mit für einer der, also ne, so wenn Leute sagen so, ja, aber man könnte das doch reformieren, sage ich immer so, ja, überlegt euch aber was, weil wurde versucht, da ist eine Frage. Kurze Frage, ein Tag an 10 oder ein Tag an 20 Stunden? 10, tatsächlich 10. Okay. Also der ganze Tag 10 Stunden und ja. Also die zum, für das Internet und die Aufzeichnung nochmal die Frage war, ob der ganze Tag 10 Stunden lang war oder der Tag dann 20 Stunden. Nein, der Tag war 10 Stunden lang, komplett. Die Idee der Französischen Revolution war, neben den politischen Veränderungen in Frankreich, man hat sich auch für die Wissenschaft begeistert und stark gemacht. Und eine Normierung der Einheiten geschaffen. Der Meter, den wir heute kennen, das Kilogramm, das sind alles Früchte der Französischen Revolution. In der Zeit der Französischen Revolution wurde erstmals das Meter festgelegt, das Kilo festgelegt. Und bis heute benutzen wir zumindest beim Kilo literally das damals festgelegte Kilo. Bei den anderen Einheiten hat man das schon verändert. Beim Kilo kommt das jetzt irgendwann im Mai. Nee, im Mai. Ende Mai. Genau, und der Meter war die Idee, zwischen 1792 und 1799 hat man Leute losgeschickt, mal den Erdumfang genau zu vermessen. Ich glaube, zwischen Paris und Barcelona, Madrid, also Paris nach Süden. Und sie haben dann daraus den Erdumfang berechnet und der 10-Millionstel Teil des Entfernung zwischen Nordpol und Äquator sollte ein Meter sein. Hat ganz gut geklappt. Heute haben wir das einmal wegabstrahiert und sind da. Aber zurück zur Zeit. 1875 hat man dann so langsam, 1875 hat man dann so langsam festgestellt, dass die internationalen Zeiten, dass man die Metrologie vereinheitlichen muss und auf internationaler Ebene. Also es hilft nicht, wenn Frankreich sagt in der Revolution, wir machen jetzt hier mal vernünftige Einheiten, sondern man hat gesehen, das muss global werden. 1875 haben sich in Paris 40 Abgesandte aus 14 Ländern getroffen und dabei den Grundstein für ein international einheitliches Messwesen gelegt. Und dabei wurde auch definiert, was eine Sekunde ist. Und zwar als 186.400stel des mittleren Sonnentages. Sie haben leider nicht dazu gesagt, was ein mittlerer Sonnentag ist, weil je nachdem, wie man das beobachtet, kann man da unterschiedliche Zeiten rauskriegen. Wenn man nämlich einmal guckt, ob die Erde einmal sich komplett um die eigene Achse gedreht hat oder ob man parallel auch noch die Rotation um die Sonne mit berücksichtigt, weil da muss sie sich ein Stück weiter drehen, um wieder zur Sonne zu zeigen, genau die gleiche Stelle. Das haben sie aber nicht dazu gesagt. Na gut, konnte man aber erstmal mit leben, weil Uhren, die genau genug gingen, um die Unterschiede zu messen, hatte man eh noch nicht. Das trieb dann aber, hatte man Probleme mit den Ortszeiten, weil bislang war nur die Sekunde festgelegt, aber wir hatten an jedem Ort noch eigene Zeiten. In Bristol hat man das dann irgendwann so gelöst, dass man gesagt hat, okay, wir verwenden die London Time in England, das hat man relativ früh eingeführt, also die Greenwich Mean Time, die mittlere Sonnenzeit in Greenwich. Aber man fand das halt lokal doof, weil man hatte ja seine eigene Zeitskala über die letzten
Jahrhunderte gehabt und die wollte man ja nicht ändern. Die Uhr hat keinen Sekundenzeiger, ne? Das sind 2-Minuten-Zeiger. Der eine zeigt die Greenwich Mean Time und der andere zeigt halt die Bristol Ortszeit. Und naja, mit diesen unterschiedlichen Uhren an unterschiedlichen, die unterschiedlichen Uhrzeiten an unterschiedlichen Orten brachten Probleme mit sich. 1853 ist da in Rhode Island sind 2 Züge kollidiert, ein schweres Zugunglück war, hat sich da ereignet. Der Grund war, sie hatten unterschiedliche Uhren. Also nicht unterschiedliche Uhren, die falsche gingen, sondern ihre Uhren nach unterschiedlichen Zeiten gestellt. Das gab es noch ein paar Mal in der Geschichte, also das ist nur ein Beispiel. Da kam man so langsam schon, kam so die erste Idee, das müssen wir beheben. Noch ein Problem, was etwas näher liegt, ist der Bodensee. Und stellen wir uns mal vor, wir leben 1875 und wollen das machen, was heute auch viele Touristen am Bodensee machen, einfach mal mit dem Schiff über den Bodensee schippern. Von Kreuzlingen über Konstanz nach Friedrichshafen, nach Lindau, nach Bregenz. Die Strecke sind 53 Kilometer und zeitlich überhaupt kein Problem. Also auch irgendwie mit dem Ruderboot schafft man das, wenn man da ein paar kräftige Leute hat, die rudern, schafft man das an einem Tag. Das ist gar nicht das Problem. Es gibt ein anderes Problem. Kreuzlingen liegt in der Schweiz. Konstanz in Baden, Friedrichshafen in Württemberg, Lindau in Bayern und Bregenz in Österreich-Ungarn in der Zeit. Kann sich jemand vorstellen, was da die Probleme werden? Richtig, natürlich. Also, man hat dann so das Problem, dass man da irgendwie fast eine halbe Stunde Differenz in den Zeiten hat. So einmal um über den Bodensee zu schippern, das wurde zunehmend unpraktisch. Das hat man auch erkannt. Das hat aber gedauert ein bisschen, bis sich das durchgesetzt hat, diese Erkenntnis, weil da spielt ja sowas rein wie, ich bin hier aber mein lokaler Kaiser und König und Monarch und überhaupt und ich habe hier das Sagen und was interessiert mich, was der Chef da irgendwie in Berlin, Wien oder gar irgendwelche Leute in Paris sagen, das ist mir egal. Aber 1884 hat man sich dann in Washington getroffen, Vertreter immerhin aus 25 Nationen, und haben die internationale Meridian-Konferenz abgehalten. Dabei hat man grundlegend festgelegt, der Meridian, der durch Greenwich geht, wird zum Null-Meridian, verbindlich international. Außer in Frankreich, die haben noch ein paar Jahre gebraucht, weil die hatten noch einen durch Paris als Gegenvorschlag und der war ja viel schöner. Man hat sich darauf geeinigt, dass die Greenwich Mean Time zur Referenz wird. Und man hat gesagt, dass die Greenwich Mean Time der mittleren Sonnenzeit am Null-Meridian entspricht in Greenwich. Es hat einen praktischen Grund, warum man den Greenwich-Meridian benutzt hat. Großbritannien war damals, wo sich heute irgendwie, glaube ich, noch viele nachsehen, wenn man so die Brexit-Diskussion sich anguckt, tatsächlich eine Seemacht. Und zwischen 60% und 80% der Seekarten, die in Umlauf waren, stammten aus Großbritannien. Und die hatten halt den Greenwich-Meridian als Null-Meridian. Das umzustellen wäre schwierig gewesen. Deswegen hat man sich geeinigt, okay, wir nehmen den. Frankreich hat dann 1900 aber auch nachgezogen. Jetzt gibt es ein Problem. Wer schon mal in London Greenwich war, kennt bestimmt dieses Häuschen. Das ist dieses Transient House. Da geht der Nullmeridian durch. Und da stehen gerne Touristen, ne? So links und rechts von dieser in den Boden eingelassenen Metallstange und machen tolle Fotos. So, ich stehe im Osten und Westen gleichzeitig. Ja, schade, die stehen alle im Westen. Weil der wirkliche Meridian geht mittlerweile 102 Meter weiter östlich durch die Wiese. Es hat irgendwas damit zu tun, dass man irgendwann mal festgestellt hat, dass die Erde ja gar keine Kugel ist, sondern so eine
Rotationsellipsoid mit gestauchten Kuppen und eigentlich mehr eine Kartoffel. Also hat man dann irgendwann mal das Gradnetz von der Oberfläche der Erde gelöst und abstrakt drüber gelegt und dabei ist der Nullmeridian verrutscht. Schade. Und was man 1884 noch festgelegt hat, ist ein System, womit wir uns bis heute noch immer gerne und viel ärgern: Zeitzonen. Man hatte ein ideales Modell, das ist das ideale Modell der Zeitzonen, nämlich alle 15 Grad eine Stunde weiter. Ne? 360 durch 24, 15, alle 15 Grad eine Stunde weiter, passt ziemlich gut. Man hat dann so an den Rändern eine halbe Stunde Abweichung zur mittleren Sonnenzeit. Damit kann man erstmal leben. Das ist ganz okay. Ganz kurz erstmal ein Sprung in die Gegenwart. Heute sieht das in Europa so aus. Blau ist die Greenwich Mean Time oder UTC. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil eigentlich ist die Greenwich Mean Time nicht die UTC. Das wird aber synonym verwendet. Ist technisch nicht richtig. Also in den englischsprachigen Ländern, also eigentlich ist es die Western European Time, WET. Wird in England, Irland, Amerika grundsätzlich GMT genannt. Ist richtiger wäre noch, es ist die UTC. Dann haben wir hier den großen roten Klotz, das ist die mitteleuropäische Zeit, das ist hier Deutschland, Österreich, Schweiz, also unsere Alltagszeit. Das gelbe ist dann noch die Eastern European Time, die osteuropäische Zeit. Und das grüne am Rand dann ist Moskau, also ist die Moskauer Zeit. Bis dahin hatte man noch, genau, das war es zu den Zeitzonen heute und jetzt springen wir wieder zurück in unseren Zeitstrang. 1928 wurde die Universal Time eingeführt. Die Universal Time war gedacht als bürgerliche Zeit, weil man noch bisweilen das Problem hatte, dass die Wissenschaft und gerade Astronomen gerne die Greenwich Mean Time benutzt haben, aber mit einem Offset von 12 Stunden. Also Tageswechsel um 12 Uhr mittags hat für Astronomen den Vorteil, wenn man keine Computer hat und viel mit Zeiten rechnen muss, man hat in einer Beobachtungsperiode, in einer Nacht, einen Tag. Und sie hatten keinen Tageswechsel zwischendrin. Und dann hat man gesagt, okay, wir lassen den Astronomen ihre GMT und die können da weitermachen irgendwie mit ihren komischen Zeitoffsets und wir machen mal die Universal Time. Damit war man dann erstmal glücklich. Ne, ist noch immer die mittlere Zeit am Nullmeridian. Die Zeit vergeht, die Technik schreitet voran. 1958 wird dieses Gerät rechts im Bild erfunden, die Atomuhr. Schlagartig Größenordnungen besser als alles, was wir bislang als Uhren hatten. Sie driftet ein bisschen von der mittleren Sonnenzeit weg, was so damit zu tun hat, dass die Erde in ihrer Rotation nicht ganz konstant ist. Die beschleunigt sich mal ein bisschen, die bremst mal ein bisschen ab. Komplizierte Effekte, hat so ein bisschen mit Gravitationseffekten von Sonne, Jupiter, Mond zu tun, hat ein bisschen was von Gezeiten zu tun in den tektonischen Platten und in den Meeren. Aber ist sehr vielschichtig. Und man hat dabei gleich gesagt, wir basteln uns noch eine eigene Zeit, die TAI, die TAI, Temps Atomique International, die internationale Atomzeit, und die läuft wirklich gerade durch. Die kennt keine Schaltsekunden, die läuft einfach immer weiter. Also ne, jede Minute hat 59 Sekunden, 60 Sekunden bis 59 und dann geht es wieder bei 0 weiter. Dadurch haben wir jetzt eine Differenz von minus 37 Sekunden zur UTC. Weil die UTC das immer noch korrigiert. Da kommen wir aber gleich noch hin. 67 hat man sich dann mal an diese Definition einer Sekunde rangewagt. Da hatte man jetzt so ein paar Jahre Erfahrung mit den Atomuhren und hat gesagt, jawohl, eine Sekunde ist der 9.192.633.770-fache
ist das Fache der Periodendauer, der Strahlung, die dem Übergang zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus von Atomen des Nuklids Cäsium 133 im elektronischen Grundzustand entspricht. Herzlichen Glückwunsch. Also im Wesentlichen ein quantenphysikalischer Effekt, wo etwas in Atomkernen schwingt. Da brät man mit einer Mikrowelle drauf, das gerät in Resonanz und dann kann man daraus eine Sekunde zurückrechnen. Super, das ist jetzt auch der verbindliche Maßstab. Seit 67 ist das eine Sekunde. Das ist nicht mehr irgendwie diese Definition ein 86.400 eines mittleren Sonnentages oder irgendwas. Die Definition ist komplett von der Erde entkoppelt, weil egal wo im Universum man Cäsium 133 beobachtet und diesen Hyperfeinstrukturübergang beobachtet und bis 9 Milliarden zählt, weiß man, was eine Sekunde ist. Ne? Und vorher war ja das Problem, ja, was wissen denn Jupiterbewohner, was ein mittlerer Sonnentag in Greenwich ist? Es ist... Ja, es ist aber schöner, ne? Weil du eine Definition hast, die universell ist und nicht erdgebunden. Jetzt gibt es noch immer das Problem, dass hier die Zeit ein bisschen wegdriftet und die Sekunde ja eigentlich ein klein bisschen zu kurz ist. Warum hat man das denn nicht richtig definiert? Ne? Warum brauchen wir diese dämlichen Schaltsekunden? Naja, sie haben es richtig gemacht eigentlich. Sie haben sich nämlich angeschaut, die mittlere Tageslänge zwischen 1700 und 1920. Und die ist der Bezug. Da das aber ein kontinuierlicher Prozess ist, dass die Erde sich abbremst, von daher wird auch die Zeit ständig wegdriften. Das kann man einfach nicht aufhalten, das ist so. Was man dann ein Jahr später noch gemacht hat, ist, man hat sich nochmal diese Universal Time vorgenommen und hat die ein bisschen ausgewalzt, breitgetreten und eben korrigiert um diese Schwingungen, weil also diese Schwankungen, die sind nämlich teilweise periodisch. Und was dabei Relevantes abgefallen ist, ist die UT1, die ist eigentlich die Grundlage der Zeit, die wir auch heute benutzen. Ein bisschen Relevanz hatte noch die UT2, weil das war die Zeitskala, aus der dieses Piepen bei der Tagesschau gewonnen wurde, ne? Und im Radio so. Es ist 20 Uhr, das war ja früher hochgenau. Heute, dank digitaler Übertragungstechnik, driftet das furchtbar weg. Da kommt das Signal dann irgendwie 30 Sekunden später im Fernseher an, aber in analogen Zeiten war das ja wirklich präzise. Inzwischen ist nur noch die UT1 eigentlich in Gebrauch, der Rest ist bedeutungslos geworden. Genau, aber die UT1 benutzen wir im Alltag auch nicht. Denn wir benutzen die koordinierte Weltzeit oder UTC. Die UTC ist 1972 eingeführt worden. Man hat gesagt, wir nehmen die internationale Atomzeit, packen da einen Korrekturfaktor drauf, um dieses Wegdriften der mittleren Sonnenzeit zu kompensieren. Voila. Hat man sich überlegt, okay, wo kriegt man die Zeitskala her? Naja, herzlichen Glückwunsch, wir haben international meteorologische Institute. Meteorologische, nicht meteorologische, also nicht Wetter, sondern über Messtechnik-Institute. In Österreich ist es das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, in der Schweiz das Eidgenössische Institut für Meteorologie und in Deutschland die PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Und die sind damit beauftragt, die UTC mit ihren Atomuhren darzustellen. Jetzt hat man aber das Problem, man hat 60 Zeiten und nicht eine. Naja, die korreliert man dann gegeneinander, wirft da Korrekturfaktoren drauf, wo man so berücksichtigt, wie zuverlässig liefern die bislang ihre Zeit, wie stark driften deren Uhren, welche Genauigkeit haben die überhaupt, sind die so eher bei 10 hoch minus 15 Sekunden Genauigkeit oder mehr bei 10 hoch minus 12, gewichtet das noch ein bisschen und dann fällt da am Ende irgendwie die UTC raus.
hat dann noch 6 Jahre gedauert, zumindest in Deutschland. Ich weiß leider nicht, wie es in Österreich war. Hätte ich gerne herausgefunden, habe ich nicht gefunden vernünftig. 1978 hat man die UTC dann in Deutschland auch als gesetzliche Zeit eingeführt, was zu dieser Blüte in einem deutschen Gesetz führte, dass man sich darauf versteift hat, ins Gesetz zu schreiben, dass der 1. Januar 72 0 Uhr dem Zeitsprung des 31. Dezember irgendwas entspricht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gesetzgeber. Ich stehe fassungslos davor. Sie haben übrigens auch noch in das Gesetz gleich reingeschrieben, ne, dass das, dass man irgendwie durch Einfügen oder Auslassen einer Sekunde in Übereinstimmung die mittlere Sonnenzeit am Nullmeridian irgendwie konstant hält und dass das auch bitte auf Meereshöhe gilt. Weil, also ne, da spielt dieser relativistische Effekt rein, dass wenn man Uhren beschleunigt, dass sie dann irgendwie langsamer laufen. Der Effekt ist so groß, dass wenn man 2 Atomuhren hat, die eine irgendwie so ein verlängertes Wochenende auf die Zugspitze stellt und die andere irgendwo in der Nordsee und die danach vergleicht, dann haben die irgendwo in den Nachkommastellen einen messbaren Offset. Also hat der Gesetzgeber ausnahmsweise mal an alles gedacht. Jetzt habe ich ein paar Mal geredet von der UTC oder koordinierten Weltzeit. Kurze Frage, weiß jemand, was UTC bedeutet, die Abkürzung? Ja, bitte? Gut, nicht schlecht. Ne, in Englisch wäre es Coordinated Universal Time korrekt, ist die Abkürzung irgendwie nicht. In Französisch wäre es Temps Universal Coordonné, entschuldige bitte mein Französisch, ist es auch nicht. Klingon passt auch nicht. Unsinn, ja, es ist tatsächlich Unsinn. Die Abkürzung hat, oder UTC hat bewusst keine Bedeutung, man wollte weder den Franzosen noch den Engländern auf die Füße treten irgendwie oder irgendeine Sprache da bevorzugen. Deswegen hat man eine Abkürzung genommen, die einfach in keiner Sprache korrekt ist. Hint für später, man hat das nochmal gemacht. Genau, jetzt haben wir diese koordinierte Weltzeit. Die wird vom Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme überwacht. Das ist eine Organisation, die sitzt in Frankfurt, hat ein Observatorium in Sèvres bei Paris und die veröffentlichen regelmäßig die Informationen zur koordinierten Weltzeit. Also im Wesentlichen 2 Sachen. Die geben 2 Bulletins raus. Das eine ist der Bulletin D. Da steht nämlich immer der Offset drin, wie weit die Differenz von der UTC zur UT1 ist. Also aktuell noch nicht. Ab 2. Mai werden es minus 0,2 Sekunden sein. Aktuell sind es noch minus 0,1. Wenn der Wert größer 0,5 Sekunden wird, dann werden sie schriftstellerisch tätig und geben den Bulletin C heraus. In dem steht dann nämlich sowas drin, dass da auf einmal eine Minute 61 Sekunden hat. Voilà, eine Schaltsekunde. Die Schaltsekunden werden unregelmäßig eingefügt. Aber immer Ende Juni oder Ende Dezember. Bitte? Das wird Silvester dann praktisch, wenn die dann eine Sekunde länger warten müssen, bis sie die Raketen schießen dürfen. Die Anmerkung war, dass das Silvester praktisch wird, wenn man eine Sekunde länger warten muss. Ja, der bevorzugte Termin ist tatsächlich der in der Jahresmitte, also im Juni, Ende Juni. Und den Bulletin, den ich hier rausgesucht habe, kann sich jemand, also wer so irgendwie mit Linux-Administration zu tun hat, kann sich an das Datum wahrscheinlich erinnern, weil er wird da irgendwelche Major Incidents nachts gehabt haben. Spätestens selbst noch ne? Da gab es so einen tollen Bug im Linux-Kernel, der dann irgendwie mit dieser zusätzlichen Sekunde nicht klarkam und ganz schlimm. Ja. Jetzt hatten wir so ein paar Zeitskalen. Schon manche kennen wir, schon manche noch nicht. Also GMT hatten wir, die UT hatten wir, die UT1 hatten wir, die TAI. Und dann gibt es noch 3, die ich hier habe. Die GPS-Zeit, die GLONASS-System-Zeit und die Galileo-System-Time.
Sind alles drei Navigationssysteme und alle drei haben eine eigene Zeitskala. Hä? Naja, Grundlage ist, man braucht hochpräzise Uhren für alle drei Systeme. Die basieren alle darauf, dass man Laufzeitunterschiede irgendwie von verschiedenen Satelliten zu dem Punkt, wo man auf der Erdoberfläche misst. Und was liegt denn näher, was liegt denn ferner als die Zeitinformationen, die da rausfallen, auch als zeitnormal zu benutzen? Macht man. Jetzt hat man, die Russen haben das relativ, bei GLONASS relativ einfach gelöst. Die haben gesagt, unsere Uhren laufen auf UTC Moskauer Zeit, also UTC plus 3 Stunden. Und wir nehmen auch nicht die international gewichtete UTC, sondern wir nehmen nur die, die unser staatliches meteorologisches Institut festlegt, also die UTC-SU. Galileo hat sich's einfach gemacht, das europäische System. Die haben einfach gesagt, die Amis haben da schon mal was erfunden mit GPS. Nehmen wir das. Was macht GPS? GPS hat gesagt, 1.1.1980, unsere Systemzeit entspricht jetzt der UTC. Und seitdem laufen die auseinander. Weil sie führen keine Korrektursekunden mehr ein. Was dazu führt, dass wir aktuell ein Offset von plus 18 Sekunden, also UTC plus 18 Sekunden zu GPS haben und GPS minus 19 Sekunden von der internationalen Atomzeit wegläuft oder weggelaufen ist. Was noch ein Problem war, man hätte ja aus der Geschichte lernen können, dass es eine doofe Idee ist, kurze Integer zu benutzen, um Zeit in Sekunden zu messen. Vor kurzem ist so eine ganze Reihe von GPS-Empfängern kaputt gegangen. Die funktionieren nicht mehr, weil sie brauchten ein Bit zu viel, hatten sie nicht, schade. Betrifft aber nur Empfänger, die Satelliten machen das richtig. Auch nicht wirklich. Als das GPS-System gebaut wurde, haben die Physiker gesagt, die daran gearbeitet haben, hier, ihr müsst die Uhren schneller laufen lassen im Weltall, weil die ständig beschleunigt sind. Relativistische Effekte, die Zeit für die vergeht langsamer. Haben die Ingenieure gesagt, ja, nee, ihr habt sie nicht alle. Ne? Uhren, die langsamer gehen, weil sie da oben hängen oder hier unten auf der Erde stehen. Niemals. Ja, turns out, die Physiker hatten recht. Also senden die ersten GPS-Satelliten noch einen Korrekturfaktor mit, nämlich wie viel ihre Uhren langsamer gehen. Das müssen die ständig rauskorrigieren. Aber haben sie dann später korrigiert, also sie waren da lernfähig. Ja, und jetzt gucken wir uns mal das Drama an, was uns das alles gebracht hat und wo wir damit heute stehen. Wir haben die internationale Karte der Zeitzonen. Na, also ich hatte ja vorhin dieses Bild von den idealen Zeitzonen. Huch. Naja, davon sind wir weit weg. Ne? Da gibt es immer so Auswüchse drin und irgendwelche Buchten und irgendwo sind noch so Ecken, die irgendwie so enklavenmäßig irgendwo liegen. Ein Traum. Ja, da komm ich gleich noch drauf, auf die schrägen Zeitzonen. Das ist Stand 12.2018. Der müsste noch aktuell sein. Kommen wir gleich noch zu, weil da gibt es manchmal Probleme. Aber erstmal so ein paar zu so ein paar Zeitzonen, die da irgendwie aus dem Raster fallen. Schräge Zeitzonen habe ich die mal genannt. Das erste Land in der Liste ist China. Die haben plus 8, das ist doch gar nicht schräg. Richtig, aber China erschreckt sich geografisch über 5 Zeitzonen. Die haben eine Ausdehnung von 71 Grad östliche Länge bis 135 Grad. Eine Zeitzone ist eigentlich 15 Grad breit, ne, so aus dem im idealen Modell. Und das Problem ist, ihre Zeit läuft nach Peking. Peking liegt relativ weit im Osten. Das heißt, sie haben innerhalb ihres Landes den Zeitunterschied London oder Portugal, New York. Also, ne, wenn du einmal. Aber sie haben die gleiche Uhrzeit. Also da wird es halt einfach sehr früh dunkel oder sehr früh hell. Aber so, ne? Also stellt euch einfach vor, in New York laufen die Uhren auf London-Zeit und herzlichen Glückwunsch, man hat einen riesen Chaos. Die haben das aber, kamen schnell dahinter, dass das eine dumme Idee war, ja. Und dann gibt es so eine ganze Reihe an Ländern, die haben sich gedacht, ach, mit diesen geraden Stunden, das ist viel zu einfach bei der Umrechnung, wenn man da hin und her fliegt. Wir machen da mal halbe Stunden draus.
Das ist relativ konstant. Wer hier noch auffällt, ist Indien. Ganz Indien hat auch nur eine Zeitzone. Jetzt denkt man sich, Moment, man redet immer vom indischen Subkontinent und ist Indien nicht auch ein Riesenland? Ja, ist es. Aber Indien liegt nur zwischen 70 Grad Ost und 89 Grad östlicher Länge. Das sind irgendwie 19 Grad. Da guckt auch im Wesentlichen nur ein Zipfel im Norden raus, der so, also der bis 89 Grad Ost geht. Von daher, die Uhren laufen so eine halbe Stunde Zeit. Die gehen nach Neu-Delhi. Neu-Delhi liegt auch noch relativ mittig in dem Land. Super, die haben nicht so Probleme wie die Chinesen. Kann man machen. Haben wir schrägere Zeitzonen? Nein. Nepal zum Beispiel. Und die Chatham Islands, die zu Neuseeland gehören. Weil halbe Stunden sind auch noch zu einfach zum Rechnen. Wir machen drei Viertelstunden. Es gibt übrigens kein Land, die es geschafft haben zu sagen, wir machen UTC plus 6¼ Stunde. Es gibt nur Länder, die es geschafft haben, eine Dreiviertelstunde drauf zu rechnen. Und dann, es ist eben schon mal angeklungen, haben wir schrägste Zeitzonen. Entschuldigung, Australien. Also Australien hat es hingekriegt, irgendwie plus 8, das ist noch relativ deutlich. Warum sie dann zwischen Nord und Süd irgendwann eine, also warum sie dann überhaupt erstmal einen Sprung von 1½ Stunden machen, ist unklar. Warum Teile davon wiederum die Sommerzeit haben und andere nicht, man weiß es nicht so genau. Aber das ist schon weit vorne, ne, für kaputte Zeitzonen in einem Land. Ja, ich habe hier gerade gehört aus dem Publikum Deutschland-Büsingen. Es gibt die Zeitzone, wenn man so ein Linux installiert und da die Liste der Zeitzonen offen hat, fällt einem entgegen und man wählt dann so aus dem Menü irgendwie aus, Europa, Deutschland. Und dann fragt er einen, Deutschland-Berlin oder Deutschland-Büsingen? Jetzt denken viele, was zum Teufel ist Büsingen? Büsingen ist eine deutsche Exklave in der Schweiz. Büsingen ist komplett von Schweizer Hoheitsgebiet umgeben. Man kommt nur über Schweizer Straßen nach Büsingen. Das wurde nie aufgeräumt. Man lebt damit. Büsingen verwendet den Schweizer Franc als Alltagswährung. Sie haben irgendwelche Steuererleichterungen, weil das viel zu kompliziert wäre, das alles irgendwie mit Grenzen zu machen. Aber sie folgen der Züricher Zeit. Und die Schweizer haben zu einem anderen Zeitpunkt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit eingeführt als der Rest von Deutschland. Und deswegen haben die zwei getrennte Zeitzonen in TZ-Data, damit man das historisch korrekt auseinanderhalten kann. Also wir können das schon auch, ne? Ja. Aber bislang haben wir uns ja immer nur Zeiten auf der Erde angeschaut. Wir haben ja noch so einen anderen Planeten, der von Robotern besiedelt ist. Der Mars. Also gegenwärtig müssten da noch zwei Roboter drauf leben. Die wollen ja auch eine Uhr haben. Haben sie auch. Und man hat sich das auch mal durchüberlegt, wie man das auf dem Mars macht. Also das Einfachste ist natürlich, und das hat man am Anfang auch, haben alle Missionen das gemacht, wir nehmen einfach die mittlere Ortszeit. Das ist eine super beliebte Zeit, auch bei modernen Mars-Rovern. Die nehmen an ihrem Landeort, die mittlere Ortszeit, leben damit. Die sind ja, ich meine, der am weitesten gefahren ist irgendwie Marathon gelaufen, ne? Oder gerollt in 10 Jahren. Also die sind eher phlegmatisch alle und da geht das mit der mittleren Sonnenzeit noch. Und die reden jetzt auch nicht so viel untereinander, keine Probleme. Aber die Physiker und Astronomen haben sich gedacht, ja, das Problem lösen wir mal richtig. Und haben sich gedacht, okay, wir brauchen sowas wie Greenwich auf dem Mars. Haben dann lange gesucht und haben den Airy-Krater gefunden. Der ist nach einem britischen George Biddle Airy benannt, einem Astronomen. Das rechts sind drei Aufnahmen von dem Krater, so aus der Geschichte der Raumfahrt, irgendwie von 1972 bis 2001. Und durch den geht der Nullmeridian des Mars. Naja, jetzt dauert ein Sol, ein Marstag, durchschnittlich 24 Stunden, 39 Minuten und 35,244 Sekunden. Ihr habt was gemerkt. Durchschnittlich. Man hat nämlich festgestellt, ach Mist, auch der Mars eiert. Also hat man sich gedacht, Moment, das Problem kennen wir. Da haben wir schon mal eine Lösung für gefunden.
nehmen wir die doch wieder. Und hat die MTC definiert. Man könnte denken, Coordinated Mars Time wäre besser. Ja, nein. Ne? Auch da hatte man schon mal die Abkürzung. War bewährt, die falsch zu machen. Ist das äquivalent zur UT1? Weil auf dem Mars hat man bislang noch nichts mit Schaltsekunden erfunden. Zum Glück. Wurde aber bisher noch nie benutzt, obwohl sie eigentlich die reine Lehre wäre bisher. Naja. Nein. Es gibt sie nicht in TZ Data. Okay. Ich bin gespannt, wann der Pull Request steht. Weil ich fürchte, das kann das Datenformat nicht. Ja, und naja, jetzt haben wir noch immer das Problem, dass da Menschen und Politiker mit zu tun haben, was uns zwangsläufig zu Fails bringt. Also man kann dabei versagen. Fangen wir mal an, Nachbarn im Norden Deutschlands, Dänemark. Dänemark hat das bis zum Jahr 2019 nicht geschafft, die UTC als gesetzliche Zeit einzuführen. Sie nutzen irgendwie ihre mittlere Sonnenzeit in Kopenhagen, haben ein Offset von 0,7 Sekunden. Im Alltag benutzt jeder UTC. Behörden, Regierungen, Universitäten sowieso, alles nutzt UTC, aber gesetzlich haben sie sie nie eingeführt. Also wenn man wollte, könnte man wahrscheinlich die dänische Regierung verklagen, weil sie überall die falsche Zeit verwenden. Man kann das noch besser verkacken. Also früher habe ich an der Stelle, die jetzt kommt, gerne über Libyen gelästert. Die hatten das schon richtig großartig versaut. Aber dann kam Marokko. Und also den Titel macht den, glaube ich, auch so schnell keiner mehr streitig. Sie haben es geschafft, mit gut 36 Stunden Vorlauf anzukündigen, dass sie nicht von der Sommerzeit wieder auf die Winterzeit zurückgehen. Libyen hatte bis dahin den Rekord mit knapp 2 Wochen. 36 Stunden kriegst du halt in kein System mehr rein gut gehackt. Ne? Also da kannst du machen, was du willst, da gehen erstmal alle Uhren im Land falsch. Was auch den Herrn rechts zu dem Tweet veranlasste, der sinngemäß ist, naja, GMT plus 1 ist auf lange Zeit anstrengend und was ist das überhaupt für eine Entscheidung, die am Vorabend der geplanten Umstellung getroffen wird? Ehrlich gesagt, die Marokkaner und Marokko haben etwas Besseres verdient als eine kafkaeske Regierung. Ich finde, das beschreibt es doch ganz gut. Bislang haben wir aber noch kein Problem. Wir können das alles in unseren Systemen, die wir haben, darstellen. Ne? So Zeitzonen, auch wenn die sich ändern, das kann TZ Data auch historisch korrekt. Und die Bibliotheken, die das machen, die können das alle abbilden. Das ist kein Problem. Es gibt aber noch eine Region auf der Welt, die haben es hingekriegt, dass die Zeit nicht davon abhängig ist, wo man fragt, sondern wen man fragt. Es ist ein bisschen traurig. Also nicht nur wegen der Zeit, das ganze Thema. Und zwar das Westjordanland. Die Israelis und Palästinenser wechseln zu unterschiedlichen Zeitpunkten von Sommer- auf Winterzeit. Was dazu führt, dass man an der gleichen Stelle 2 Leute fragen kann, welche Uhrzeit es ist, und man kriegt im Zweifel unterschiedliche Antworten. Und das bricht alles. Weil das kriegen wir in TZ Data nicht rein, weil das immer ortsgebunden ist. Das kann keine Datenbank irgendwie darstellen, weil das nicht vorgesehen ist, weil man immer gesagt hat, wir machen das an einem Ort fest. Und naja, es ist die einzig ethnische Zeitzone, die es auf der Welt gibt. Dieser Konflikt ist so tief, das ist, glaube ich, das geringste Problem, was sie haben, aber es ist eins. So, damit bin ich durch die Versagen auch durchgekommen. Jo, so long. Thanks for all the fish. Noch Fragen? Wie spät ist es? Ja, das ist jetzt schwierig, weil ich hier meinen Vollbildmodus anhabe. 17.50 Uhr. Mitteleuropäische Sommerzeit. Bitte? Ja,
Ich kann Greenwich, die Frage ist, ob ich Greenwich Mean Time und UTC nochmal voneinander abgrenzen kann. Ja, Greenwich Mean Time ist die reale mittlere Sonnenzeit, die am Nullmeridian in Greenwich gemessen wird. Die UTC ist diese Abstraktion davon, wo man einfach sagt, ein Tag hat 86.400 Sekunden, eine Sekunde ist diese Atomsekunde und wir korrigieren die regelmäßig. De facto sind die gleich, ne? Also 0 Uhr GMT ist 0 Uhr UTC heute. 0 Uhr UTC ist nicht zwingend 0 Uhr GMT. Also faktisch schon, aber von der Theorie her nicht. Weil GMT einfach die mittlere Ortszeit ist und die UTC ist davon abgekoppelt, weil sie einfach ein abstrakteres Modell ist. Ja, du hattest im Talk, steht auch drin, dass du die Frage beantworten wolltest, warum sind Zeitzonen eine gute Idee? Ach so, ja, ich dachte, das hätte ich, okay, das stimmt. Das dachte ich, hätte ich so nebenbei mitgetan. Naja, das Problem ist, wir sind es sehr gewöhnt, irgendwie einen Tag zu haben, so gegen 8. Zwischen 6 und 8 wird es hell und zwischen 8 und 20 Uhr wird es irgendwie wieder dunkel. Das ist so normal. Und das hat sich bewährt. Also es gibt ja Organisationen, die global agieren, die permanent überall die UTC verwenden. Zum Beispiel das amerikanische Militär, die nennen die dann Zulu Time. Das ist in irgendwelchen offiziellen Sachen, funktioniert das noch, im Privaten nicht. Menschen sind irgendwie aus irgendeinem Grund in ihrem Tiefsten daran gewöhnt, dass es beim Aufstehen zwischen 6 und 8 Uhr morgens ist oder zwischen 6 und 10, je nachdem, vor welchem Publikum man spricht. Und es ist halt die alte Definition, dass die ist auch tief in Menschen verwurzelt und die kriegt man aus ihnen irgendwie nicht raus, dass um 12 Uhr mittags die Sonne am höchsten steht. Die psychologischen Effekte oder so dahinter kann ich nicht erklären. Weiß ich schlicht, also bin kein Psychologe, kann ich nicht. Es ist nur, die Erfahrung der Geschichte sagt, die Leute wollen, dass um 12 Uhr mittags die Sonne am höchsten steht und nicht um 23 Uhr. Du hast jetzt gerade gemeint, die Zeitzonen wären ja ganz sinnvoll. Jetzt hast du dich fast über Australien noch ein bisschen mehr lustig gemacht als über China. Die sind ungefähr gleich groß. Ja. Und ich hätte jetzt aus deiner Interpretation danach gesehen, dass du eigentlich den Australiern zustimmst, das entsprechend fein zu untergliedern. Ja. Und auch die Sommerzeit macht natürlich da im Süden deutlich mehr Sinn, wo der Tag im Sommer wirklich relevant länger ist als im Winter. Ja. Wie würdest du in Australien aufteilen, wäre meine Frage. Nein, ich widerspreche nicht, dass das für die aus irgendwelchen Gründen Sinn macht. Ne? Also, dass sich das bewährt hat, deren Konzept, glaube ich. Sonst hätten die das abgeschafft oder würden die das nicht so machen. Es ist nur, wenn man es betrachtet und damit arbeiten muss, etwas komplizierter als, ich sag mal, der Durchschnitt der Länder, die man so betrachtet. Was ich bis heute nicht verstehe, und das ist das Einzige, was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum sie diesen 1,5-Stunden-Sprung vom Westen in die Mitte haben. Vom Osten in die Mitte, Entschuldigung. Ne? Also von plus 8 auf plus 9,5. Warum sie den Sprung so machen. Wenn du auf die Zeitzone der Welt zurückblätterst, die du vor, also ja. So eine Karte, wo das alles drin ist, dann ist es, glaube ich, daraus schon ein bisschen verständlicher. Da. Ah, oder auch nicht. Ne? Also ich verstehe, dass man sich die Zeitzonen so einteilt, wie es für die jeweilige Region praktisch ist. Ja? Und es ist aus der abstrakten Sicht ein bisschen lustig oder schwierig, wenn man damit einfach rechnen und arbeiten muss. Dass das für die Leute vor Ort im Zweifel die praktischere ist, will ich keinem Abrede stellen. In China glaube ich allerdings nicht, dass das praktisch ist. Ich habe mir die Antwort mittlerweile selbst gedacht, okay. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ganz spannend. Du hattest vorhin die Uhr erwähnt, die erste Uhr mit dem Zeiger, ja. Mit dem Sekundenzeiger, ja. Und gesagt, sie hatte circa 60 Sekunden Abweichung. Wie hat man das denn gemessen, ohne eine genauere Uhr?
Es hat man, also weiß ich nicht genau, da die Uhr auch nicht erhalten ist, gehe ich davon aus, also es gibt Berichte über die Uhr und Zeichnungen. Ich gehe davon aus, dass man das aus anderen Uhren, die in der Zeit entstanden sind, schließt. Aber weiß ich nicht im Detail. Meine Vermutung war irgendwie halt, dass man dann die Sonne verwenden würde, oder? Man kann das gegen die Sonne machen. Also der Joost Bürgi, der die ja gebaut hat, stand ja auch mit Leuten wie Kepler und Brahe im Austausch. Und die haben ja genau die Erdrotation und den Verlauf der Sterne sehr genau gemessen. Gerne. Ich habe die Vermutung, dass man danach Uhren hatte, die das genauer messen konnten. Naja, glaube ich nicht. Also es wird eine Weile gedauert haben, man sagt, und da kann ich nicht beurteilen, weil Feinmechanik nicht mein Metier ist, dass Joost Bürgi mit seiner Uhrmacherkunst dem Rest der Welt 100 bis 150 Jahre voraus war. Und es dann sehr lange wieder gedauert hat, bis Uhren vergleichbarer Qualität entstanden sind. Aber das kann ich nicht bewerten. Was konstruierte Zeitrechnungen angeht, möchte ich noch mein absolutes Favorite vorstellen. Es nennt sich SFT-Time. Und zwar teilen wir die Zeit ein in Hexadezimalzeit. Ein Tag ist immer noch ein Tag, aber wir haben 16 Stunden am Tag. Das ist ungefähr genau eine Vorlesung übrigens. Dann 16 hoch 1 ist ein Vergil, 16 hoch 2 ist ein Stallman und 16 hoch 3 ist ein Odin. Es geht auch rückwärts, 16 hoch minus 1 ist ein Major, 16 hoch minus 2 ist ein Schinken, dann minus 3 ein Tentacle und dann kommt der Tick. Der Tentacle ist ungefähr 1,5 Minuten lang, so ein bisschen ähnlich, das ungefähr gleich wie die Sekunde, das ist so ein bisschen länger als eine Sekunde. Aber wir kommen mal auf eine sehr schöne gleichmäßige Zeit ein, die irgendwie raus, die irgendwie schön, weiß nicht, theoretisch funktioniert. Ja. Und auch praktisch sehr gut benutzbar ist. Natürlich ist alles UTC, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Mhm. Gut. Keine Fragen mehr? Doch. Kannst du etwas über Leap Seconds Mir sagen? Kann ich. Das wäre nochmal eigentlich ein Thema für einen anderen Talk, wo es darum geht, wie man die Zeit verbreitet. Es gibt das Problem, dass, wenn man Schaltsekunden einführt, dass man möglicherweise das Problem bei Computersystemen hat, dass sie je nach Implementierung eine Minute auf einmal 61 Sekunden lang ist oder dass sie eine Sekunde doppelt sehen. Beides mögen viele Systeme nicht. Deswegen hat sich Google irgendwann mal überlegt, sie führen die Schaltsekunden nicht hart ein, sondern sie smearen sie, also sie schmieren sie über einen längeren Zeitraum aus und fügen dann halt ganz langsam immer wieder wenige Millisekunden hinzu, so über Tage. Das ist ein Prozess, der ist bekannt, der funktioniert, das weiß man. Weil viele Uhren, wenn man einen Rechner über eine NTP-Clock stellt und die Differenz nur gering ist, dann machen die das gerne, dass man das nämlich so langsam ranführt und nicht schlagartig, weil so Sprünge in der Zeit immer schwierig sind. Und dann hat Google halt dieses Konzept dieser Smear-Seconds entwickelt, um die Schaltsekunde also um nicht die harte Schaltsekunde zu haben, um sie mitzunehmen, aber langsam, weil die Idee dahinter ist, sie haben ein großes Interesse daran, dass ihre Uhren untereinander genau gehen, aber wenn alle ihre Uhren um 0,35 Sekunden falsch gehen, ist ihnen, also zur gesetzlichen Zeit, ist das vergleichsweise egal, als dazu, wenn ihre Uhren intern alle unterschiedlich gehen, weil das Interne ist da wichtiger, wenn man so Systeme in Sync halten muss. Okay, dann, wenn keine Fragen mehr sind.